Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Kasper-Hähne, sehr verehrter Herr Dekan Schorkopf, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr verehrte Studierende, meine Damen, meine Herren. Auf dem 4. Deutschen Juristentag, der im August 1863 in meiner Heimatstadt Mainz stattfand, stand ein auch heute viel diskutiertes Thema auf der Tagesordnung: die Reform des juristischen Studiums. Das Mitglied der Ständigen Deputation, der Justizrat und Rechtsanwalt am Königlichen Obertribunal in Berlin, Leopold Volkmar, hatte einen Antrag eingebracht, der nicht nur die Studiendauer und das Prüfungswesen in den Staaten des Deutschen Bundes zum Gegenstand hatte, sondern unter Punkt 3 mit Hinweis auf die Bedürfnisse der Praxis auch die Einrichtung juristischer Kliniken an den Universitäten forderte. Anlass für diesen Vorstoß war, dass an zahlreichen Fakultäten, namentlich in Preußen, statt des dort geltenden allgemeinen Landrechts ein Recht gelehrt wurde, das, Zitat, eigentlich und in Wahrheit beinahe nirgends mehr oder nur sehr beschränkt gilt, Zitat Ende. Das sagte der Referent des Antrags, der Leipziger Romanist Karl Georg von Wächter, auch er Mitglied der Ständigen Deputation. Gemeint war natürlich das gemeine römische Recht. Mit Philosophie und Geschichte allein aber könne man, so Wächter, gewiss einen juristischen Kopf nicht bilden. Noch nicht einmal 2 Jahre nach dem Tod des Doyens der deutschen Rechtswissenschaft und Kopfs der juristischen Rechtsschule, Friedrich Karl von Savigny, war dies, meine Damen und Herren, ein kühnes Ansinnen. Der Antrag galt als zu kontrovers und wurde am Ende der Sitzung diskussionslos zur weiteren Behandlung an die Ständige Deputation zurückgeschickt. Dagegen erhob ein weiteres Mitglied Protest. Alle unbequemen Fragen werden der Deputation zugewiesen. Im Namen der Deputation bin ich dagegen, dass diese Punkte auf die nächste Tagesordnung gesetzt werden. Dagegen habe ich freilich nichts einzuwenden. Dies, meine Damen und Herren, war niemand anders als der geheime Justizrat Professor Dr. Jehring. Die Sache war damit nicht abgetan. Eine Woche später erschien im Organ des Juristentags der Deutschen Gerichtszeitung ein vertraulicher Brief über die heutige deutsche Jurisprudenz aus der Feder eines Unbekannten. Ironisch überspitzt brach der Verfasser darin eine Lanze für den Methodenimport aus den naturwissenschaftlichen und medizinischen Nachbarfakultäten. Ich zitiere: In jeder Wissenschaft gibt es Perioden, wo es ihr zu eng wird in ihren eigenen Räumen, wo sie hinaus muss ins Freie, um sich zu erfrischen und zu erholen. Ich nenne dies die Reisen der Wissenschaften. So lebte zum Beispiel zur Zeit der Naturphilosophie die Naturwissenschaft bei der Philosophie, so im Mittelalter die Philosophie bei der Theologie. In derselben Weise hat nun auch unsere Jurisprudenz von Zeit zu Zeit das Bedürfnis gefühlt, bei ihren Schwestern einen Besuch abzustatten, früher vorzugsweise bei der Geschichte, Philologie, Philosophie, im letzten Dezennium aber bei den Naturwissenschaften und der Medizin. Und man könnte die gegenwärtige Phase in der Entwicklungsgeschichte unserer Wissenschaft als die naturwissenschaftliche, gibt es doch bereits eine eigene naturwissenschaftliche Methode in der Jurisprudenz, oder besser noch, als die medizinische Periode bezeichnen. Zitat Ende. Wie die medizinische Ausbildung müsse auch die juristische auf die Praxis ausgerichtet sein. Ebenso wie jene benötige auch diese das Fundament eines theoretischen Anschauungsunterrichts verschiedener Demonstrationsobjekte und dazu seien Sammlungen aller Art erforderlich. Aus diesem Grunde
müsse an jeder deutschen Universität künftig ein juristisches Demonstrationskabinett oder Museum eingerichtet werden, dessen leitende Idee und oberster Grundsatz sei, dass für jeden Begriff, für jedes Rechtsverhältnis ein passendes Objekt gewählt und ihm ausschließlich zugewiesen werde. Begriff und Objekt, Wissenschaft und Anschauung müssten sich so im Geist des Zuhörers zur Einheit der Vorstellung verbinden. Zwei Abteilungen, meine Damen und Herren, sollten die Sammlung haben. Eine für Rechtsobjekte, die andere für Rechtssubjekte. Für die Objektsammlung waren vorgesehen alle Arten von beweglichen Sachen, die einfachen und zusammengesetzten Sachen, die Haupt- und Nebensachen, die Pertinenzen, Früchte, die fungiblen und verbrauchbaren Sachen. Bei unbeweglichen Sachen sollte der Anschauungsunterricht mittels Exkursionen in die Nachbarschaft bewerkstelligt werden. Gesammelt und ausgestellt werden sollten des Weiteren Verträge. Für jeden Kontrakt oder jeden besonders juristisch interessanten Anwendungsfall je ein Objekt. Ins Kabinett gehörte auch eine Reihe von Tieren, deren Anschaffungskosten, so der Verfasser, sich jedoch in Grenzen hielten, weil kaum gesunde, sondern in der Regel nur mängelbehaftete Kranke angeschafft werden müssten, zur Illustrierung der edilizischen Haftung etwa ein Pferd mit einem Koller. Alle diese Objekte würden mit fester Etikette versehen und nach Maßgabe des Systems geordnet. Das Gleiche galt für das Subjektenkabinett, dessen Verwirklichung sich jedoch ungleich schwieriger und kostspieliger gestaltete. Hier sollten reale Personen auftreten und Institute und Verhältnisse des Zivil- und Strafrechts nachspielen. Ihnen waren typische Rollen des römischen Rechts zugedacht, wie die des Diligens Pater Familias, dessen Gegenstück, Zitat, um die Culpa Lata zu veranschaulichen, eine ungewöhnlich sorglose und nachlässige Person übernehmen müsse, die, so der Verfasser, regelmäßig mit einem armen Dichter besetzt werden könnte. Frauenzimmer würden ebenfalls benötigt. Sie sollten auftreten, um unter anderem die Institute der Verlobung, der Ehe und der Mitgift zu verkörpern, jedes Mal natürlich mit veränderter Toilette und Wohnrecht im Institut. Von der Dauerbeschäftigung wahnsinniger, Prostituierter und Gewohnheitsverbrecher riet der Autor hingegen ab. Stattdessen empfahl er aus praktischen wie moralischen Gründen ihre fallweise Verpflichtung. Probleme bereitete schließlich auch die szenische Repräsentation der juristischen Person. Der unbekannte Verfasser dieses Briefs war, Sie werden das geahnt haben, kein anderer als Rudolf von Jering selbst. Im Jahre 1863, noch nicht Göttinger, wohl aber Gießener Professor für römisches Recht. Er holte hier die am Juristentag ausgebliebene Diskussion in hochironischem Tone nach. Die Komik seiner Ausführungen beruhte für die Zeitgenossen nicht, wie man vielleicht denken könnte, auf der vollkommenen Abwegigkeit juristischer Kliniken. Solche waren vielmehr vom Referenten auf dem Juristentag immerhin als Desiderium bezeichnet und die Debatte darüber wegen Zeitmangels vertagt, aber keineswegs ausgeschlossen worden. Zum Lachen reizte vielmehr der Kontrast zwischen der hochmodernen Institution Klinik und den teils anachronistischen Instituten des römisch-gemeinen Rechts. Plastisch wurde dieser Widerspruch etwa, wenn in der Sammlung der Rechtssubjekte das Institut der Geschäftsfähigkeit mit den komplizierten Rollentypen des klassischen römischen Rechts besetzt und deshalb die Einstellung eines Infantia Major, eines Infantiae und Pubertati Proximus, eines Pubis, eines Minor und Major empfohlen wurde. Dass Jering die Idee der juristischen Klinik selbst durchaus ernst nahm, ergibt sich vor allem aus der Methode, die er in dem eingangs zitierten Passus naturwissenschaftlich und andernorts naturhistorisch nannte. Im Folgenden möchte ich Sie, meine Damen und Herren, zunächst mit der Bedeutung dieser Methode
und ihrer Stellung in Jährings Werk bekannt machen und sie ihnen dann in Aktion vorführen, nämlich an dem berühmten Schiffspatenfall, den Jähring begutachtet hat und der ihn an den Rand dessen führte, was er mit dieser Methode leisten konnte. In einem vierten Teil werde ich diese Erkenntnisse wissenschaftshistorisch einordnen und dabei auf das zwiespältige Jähring-Bild, namentlich in der historischen Rechtswissenschaft, eingehen. Schließen werde ich mit einigen Gedanken zur Bedeutung Jährings für unsere Gegenwart. Die naturhistorische Methode hat Rudolf von Jähring eine gute Dekade lang beschäftigt. Die Anfänge finden sich bereits im ersten Band seines Opus Magnum, der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung von 1852. Die programmatische Arbeit dazu leistete er in der zweiten Hälfte der 1850er Jahre, namentlich im zweiten Band seines Geists und im einleitenden Aufsatz zu der von ihm und seinem Freund Karl Friedrich Wilhelm von Gerber gegründeten Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts. In den Jahren nach 1860 entwickelte er sich methodisch weiter. Er habe in den letzten 2 bis 3 Jahren eine merkwürdige Umwandlung seiner ganzen Anschauung durchlebt, schrieb er 1865 an seinen Freund, den großen Romanisten und geistigen Vater des bürgerlichen Gesetzbuchs Bernhard Windscheid. Sie besteht in einem Übergang zu dem Standpunkt, den er, Windscheid, seit Jahren einnehme und den er selbst, Jähring, so stark bekämpft habe. Diese Schaffensperiode Jährings wird nicht selten auch als konstruktionsmethodische Phase bezeichnet. Jähring selbst sprach nicht von konstruktiver, sondern von produktiver Jurisprudenz im Gegensatz zur herrschenden rezeptiven der historischen Rechtsschule. Jähring unterschied 3 Fundamentaloperationen der juristischen Technik, von denen nur die letzte im engeren Sinne konstruktiv war. Ihr vorgeschaltet waren die Analyse und die Konzentration des Rechtsmaterials, die die Grundlagen schufen für die juristische Produktion im strengsten Sinn, Jährings sogenannte höhere Jurisprudenz, die zugleich Kunst war. Stofflicher Ausgangspunkt dieses 3-Schritts waren die Pandekten, jene Kompilation römischer Juristenschriften des Kaiser Justinian aus dem 6. nachchristlichen Jahrhundert, deren fortlaufender Rezeption sich die Rechtswissenschaft in Europa und das kontinentale gemeine Recht verdankten. Seine immense Bedeutung zu Jährings Lebzeiten ging maßgeblich auf die bereits erwähnte historische Rechtsschule zurück, deren Vertreter jeden Rechtsstoff bis zu seiner Wurzel verfolgten und so historisches Quellenstudium und gegenwärtige Rechtsgewinnung methodisch als Einheit behandelten. Rechtliche Veränderung war für sie organische Entwicklung auf der Grundlage eines historischen Textarchivs, dessen Inhalt von einem Kader professioneller Juristen ermittelt werden sollte. Jähring, so meine These, machte aus diesem Archiv eine naturhistorische Sammlung von Rechtsartefakten, um sie mit den erwähnten Techniken zu explorieren. Zunächst mit der Analyse, die er, Jähring, die zersetzende Methode nannte. Sie diente dazu, Zitat, jenes poetische Verwachsensein der römischen Rechtssätze aufzubrechen, die historischen Artefakte in einzelne Atome aufzulösen und so ihr sich organisch durchdringen zu überwinden. Hatte Savigny auf dem naturwüchsigen Leben der juristischen Begriffe als wirklichen Wesen mit einer Genealogie bestanden, so wollte Jähring aus diesem genetischen Organizismus mittels Rechtsatomistik
so wollte Jhering diesen Organizismus mittels Rechtsatomistik vollständig aus der Rechtswissenschaft tilgen. Zitat: Die positive Jurisprudenz soll keine Organismen kennen, so wenig wie die organische Chemie. Zitat Ende. Auf die Analyse folgte die Konzentration, das Zusammendrängen des Volumens einer Masse Rechtsstoff mit dem Ziel einer genauen Sonderung dessen, was der ganzen Gattung gemein und der einzelnen Art eigentümlich ist. Diese Selektion schuf die Grundlage für die Produktion neuer, wie er sagt, Rechtskörper. Im Gegensatz zu Savignys wirklichen Wesen waren sie jedoch nicht mehr die Abkömmlinge langer juristischer Ahnenreihen, sondern verdankten ihr Leben naturwissenschaftlicher Synthese. Jhrings Analyse und Konzentration hatten natürlich große Ähnlichkeit mit den alten texthermeneutischen Techniken der Interpretation und der Abstraktion, waren jedoch viel stärker auf das methodische Ziel einer vollständigen Entgeschichtlichung des römischen Rechts gerichtet. Mit der Herstellung einer aus den historischen Quellen extrapolierten Sammlung synthetischer Rechtskörper mit je eigener Identität sollte gelingen, was der überkommenen entwicklungsgeschichtlichen Methode verwehrt war, die vollständige Umwandlung der Rechtsmaterie in die durchsichtigste Form des Systems und die Schaffung völlig neuartiger Plastiken des Rechts. Mit diesem Virtualisierungsprojekt verfolgte Jhering das Ziel einer selbstreferenziellen Schließung des Rechtssystems. Dessen Programm bildeten die geistigen Ressourcen des römischen Rechts, dessen Lückenlosigkeit durch 2000-jährige Empirie verbürgt war. Ich zitiere noch einmal Jhering im Original. Hierin hat es seinen Grund, dass eine ausgebildete Jurisprudenz nie ein absolutes Defizit an Rechtssätzen zu befürchten hat. Denn in wie ungewöhnlichen, abweichenden Bildungen sich auch der fortschreitende Verkehr ergehen möge, die Besorgnis, dass er uns etwas absolut Neues bringen könnte, ist ebenso unbegründet, als wenn man glauben wollte, es könnten heutzutage noch Tiere entdeckt werden, die im zoologischen System der heutigen Wissenschaft absolut kein Unterkommen fänden. Eine Jurisprudenz, die seit Jahrtausenden arbeitet, hat die Grundformen oder Grundtypen der Rechtswelt entdeckt und in ihnen hält sich auch alle fernere Bewegung, so sehr sie im Übrigen von der bisherigen divergieren möge. Eine solche Jurisprudenz lässt sich nicht mehr durch die Geschichte in Verlegenheit setzen. Zitat Ende. Als unversiegbare Quelle neuen Stoffs sollte Jhrings System alle rechtlichen Operationen aus sich selbst erzeugen, subjektivistische Einflüsse neutralisieren und damit der Herrschaft des Rechtsgefühls ein Ende machen. Jhrings Sprache hat Sie, verehrtes Auditorium, vielleicht aufhorchen lassen. Die Juristen, Zeitgenossen wie spätere Leser, hat insbesondere der extensive Gebrauch naturwissenschaftlicher Metaphern und Vergleiche irritiert und heftige, zum Teil idiosynkratische Reaktionen provoziert. Um bloße Veranschaulichungshilfen handle es sich hier bestenfalls, bloße Ausdruckshilfen für die Beschreibung rechtswissenschaftlicher Erkenntnisprozesse. Bunte Bilder, enthusiastische und manifeste Übertreibungen prägten Jhrings Sprachstil, gar von pseudonaturwissenschaftlichen Verirrungen war die Rede. Welche Rolle spielten, meine Damen und Herren, Naturgeschichte, die Sammlung von Rechtskörpern und deren systematische Anordnung zu einer Plastik des Rechts in Jhrings praktischer Arbeit? Wie war es um die Brauchbarkeit dieser Methode bestellt und bis zu welchem Punkt vermochte Jhring sein Programm von Analyse, Konzentration und Konstruktion durchzuhalten? Auskunft darüber gibt ein Blick in seine Werkstatt, genauer auf einen berühmten Restitutionsfall, den er Ende 1858 in seiner Eigenschaft als Angehöriger der Gießener Spruchfakultät zu begutachten hatte,
Darin ging es um den Doppelverkauf von Schiffsparten, Gesellschaftsanteilen an einer Partenreederei zum Betrieb eines Hochseeschiffs. Im August 1853 hatten die Kläger das nordenglische Industrie- und Handelsunternehmen Pow & Focus mit Sitz in North Shields dem beklagten Rostocker Kaufmann Ernst Brockelmann eine Anzahl Schiffsparten verkauft. Noch vor Übersendung der Papiere an diesen verkauften die Kläger die Schiffsparten ein zweites Mal. Diesmal an das Handelshaus Harrison Carr and Company mit Sitz in Newcastle, denen sie stattdessen die Papiere übersandten. Zum Zweck der Notifikation und Anerkennung des erfolgten Eigentumsübergangs übersandten die zweiten Käufer Harrison Carr diese Papiere daraufhin an Brockelmann als ihrem Korrespondenzreeder. In dessen Besitz befanden sich die Papiere noch, als das Schiff, die Graf von Paris, in der Nacht zum 2. Oktober 1853 in einem Sturm unterging. Harrison Carr weigerten sich daraufhin, den Klägern den Kaufpreis zu erstatten, mit dem Bemerken, die nach Rostocker Recht für den Erwerb der Schiffsparten konstitutive Umschreibung durch Brockelmann habe erst nach dem Untergang des Schiffes stattgefunden. Dies veranlasste Pow & Focus, sich für die Zahlung des Kaufpreises nun nicht etwa an ihre englischen Landsleute zu halten, sondern an den beklagten Brockelmann. Das Obergericht der Stadt Rostock verurteilte diesen in erster Instanz zur Zahlung des Kaufpreises. Das großherzoglich-mecklenburgische Oberappellationsgericht zu Rostock wies die Klage in zweiter Instanz ab. Im Wege der Restitution landete der Fall wiederum bei diesem und auch auf Jährings Schreibtisch. Der schloss sich im ersten Teil seines Gutachtens dem Oberappellationsgericht vollumfänglich an. Dem arglistigen Verkäufer, der dem Zweitkäufer Harrison Carr bereits tradiert hatte, konnte der Beklagte die allgemeine Rechtsmissbrauchseinrede entgegensetzen. Soweit, so gut. Im zweiten Teil seines Gutachtens, dessen Ergebnisse Jährings später auch zum Gegenstand eines berühmten Aufsatzes machte, gab er dem Fall eine grundsätzlichere Wendung. Ich zitiere: Wir hoffen nämlich nachzuweisen, dass nach der Intention des römischen Rechts der Verkäufer bei doppeltem Verkauf und erfolgtem Untergang der Sache nur einmal den Kaufpreis fordern kann, einerlei, ob er den zweiten Kontrakt bona oder mala fide, also gut oder bösgläubig, abgeschlossen und einem der Käufer bereits die Sache tradiert hätte oder nicht. Zitat Ende aus dem Gutachten. Dem stand freilich, wie Jähring sehr bewusst war, der römisch-gemeinrechtliche Satz Periculum est emptoris entgegen. Er besagt bekanntlich, dass der Käufer bereits mit dem Zustandekommen des Kaufvertrags die Gefahr für den zufälligen Untergang der Sache tragen muss, das heißt, den Kaufpreis zu bezahlen hat, ohne die Sache selbst noch zu erhalten. In einer ersten Annäherung untersuchte Jährings den historischen Grund dieses Satzes, den Ausgleich für den Verzicht des Verkäufers darauf, über die Sache anderwertig zu disponieren. Der perfekte Kauf bindet, Zitat, dem Verkäufer sozusagen die Hände, indem er ihn verpflichte und ihn damit also der Möglichkeit beraube, durch andere Disposition über die Sache, namentlich durch Weiterverkauf, den Zufall von sich abzuwehren. Zitat Ende. Der Kaufpreis diente im römisch-gemeinen Recht mithin nicht der Begünstigung oder, wie Jährings an anderer Stelle schrieb, nicht dazu, den Verkäufer zu bereichern, er bezweckte dessen Entschädigung. Zitat, in und mit ihr stellt sich das Gleichgewicht in der Belastung beider Teile in der Zeit vor Erfüllung des Kontrakts wieder her. Zitat Ende. Aus diesem Gedanken nun entwickelte Jährings seine Lösung für den Doppelverkaufsfall. Die Idee, der Kaufpreis als Ersatzforderung, brachte ihn dazu, dem Satz Periculum est emptoris nun nicht mehr absolute, sondern lediglich relative Wirkung zuzuschreiben. Er gelte nur dann,
wenn der Verkäufer durch den Untergang einen Schaden erlitten habe, was im Fall des Doppelverkaufs gerade nicht der Fall sei. Dem vom historischen Grund unterschiedenen funktionalen Sinn des Kaufpreises entspreche mithin eine dem Verkäufer zugebilligte Versicherungssumme als resolutiv bedingte Leistung. Die Abhängigkeit der Kaufpreisklage des Verkäufers von dem Bestehen einer Ersatzforderung gegen einen Dritten, nämlich den Zweitkäufer, hier Harrison Carr, war zugleich das relative Element, das die doppelte Lukrierung des Kaufpreises verhinderte und das Wahlrecht des Verkäufers, den Erst- oder Zweitkäufer in Anspruch zu nehmen, beseitigte. Quod erat demonstrandum. Jahre später, meine Damen und Herren, finden wir in den Motiven zum bürgerlichen Gesetzbuch einen fernen Gruß Bernhard Windscheids an seinen Freund Jähring, der dessen Meisterstück konstruktiver Jurisprudenz zum Anlass für eine wichtige Korrektur nahm. Ich zitiere: Richtiger sei es nämlich, wenn nicht danach gefragt werde, welcher von mehreren Käufern den Schaden zu tragen habe, sondern welchen Einfluss der Untergang auf jedes der beiden Schuldverhältnisse habe. Diese Frage, fuhr Windscheid fort, wird sich von dem Grundsatz des Entwurfs zum bürgerlichen Gesetzbuchs aus, dass die Unmöglichkeit der Erfüllung von der Gegenleistung befreit, leichter beantworten lassen als von dem entgegengesetzten Grundsatz des gemeinen Rechts, in welchem der doppelte Verkauf derselben Sache die gleiche Frage zur Beantwortung stellt. Ende Windscheid. Die heutige gesetzliche Regelung, wonach die Gefahr beim zufälligen Untergang der Kaufsache erst mit der Übergabe übergeht, mithin die Umkehrung des römischen Satzes, geht also zurück auf Jährings eigentümlichen Anwendungsfall vom Ende 1858. Dazwischen, meine Damen und Herren, liegen dogmatische Weichenstellungen, die für uns heute selbstverständlich sind. Mit der Vorstellung vom funktionellen Synalagma lässt sich ohne weiteres begründen, dass der Untergang der Sache im Ergebnis beide, Verkäufer wie Käufer, von ihren jeweiligen Leistungspflichten frei werden lässt. Dass das gemeine Recht anders entschied und den Käufer trotz Freiwillen des Verkäufers weiter zur Zahlung des Kaufpreises obligierte, verdankt sich hingegen aktionenrechtlichem Denken. Dies war der Grund, warum Jähring nicht zwischen Primär- und Sekundärleistungspflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus einem Schuldverhältnis unterscheiden konnte. Friedrich Mommsens Vorschlag, dem übergangenen Erstkäufer zu erlauben, das aus dem Untergang Erlangte beim Verkäufer abzuschöpfen, das später sogenannte stellvertretende Commodum, hatte Jähring zuvor noch mit dem Hinweis auf die Grundsätze des römischen Rechts verworfen. Die Stichworte sind hier das Commodum ex rei und das Commodum ex negotiatione cum rei. Jährings Konstruktion lässt sich dagegen als eine Art funktionelles Synalagma auf aktionenrechtlicher Basis beschreiben. Ob diese Lösung inhaltlich überzeugt oder nicht, ist, meine Damen und Herren, keine sinnvolle rechtshistorische Fragestellung. Die gemeinrechtliche Rechtslandschaft ist weder reines Durchgangsstadium noch, um Michael Stolleis zu zitieren, bloße Vorgeschichte des geltenden Rechts. Nur in dieser Art von Entwicklungsdenken gibt es Fortschritte und Rückschritte oder Stillstand. Löst man sich davon, entfällt auch das Bedürfnis, große juristische Denker der Vergangenheit anmaßend zu belehren. Stattdessen gewinnt man wissenschaftshistorische Einsichten. Wir sollten uns daher stets vergegenwärtigen, dass Jähring die Schienen, auf denen er fuhr und wir fahren, erst selbst legen musste. Zurück zum Schiffspatenfall. Hier hatte Jähring den, wie er sagt, exorbitanten Satz Periculum est emptoris nach der produktiven Methode bearbeitet und ihn in seiner absoluten Geltung relativiert.
Die Konstruktion, die ihm wie so viele andere vom Konzept her beträchtlichen methodischen Ruhm eintragen sollte, befriedigte ihn selbst jedoch in keiner Weise, sondern wurde zum Ausgangspunkt seiner Abwendung von der bisherigen Methode. Was waren die Gründe für diesen berühmten Umschwung, wie er es später selbst genannt hat? Dass er die nämliche Rechtsfrage rund 15 Jahre zuvor gegenteilig beantwortet hatte, bereitete ihm offenbar keine Mühe. Hier wie anderswo war er ein Aristokrat des Arguments. Wenn es ihn nicht mehr überzeugte, dann ließ er es fallen. Zitat: Entweder muss das bisherige Dogma sich dem Neuen oder das Neue sich dem Dogma fügen. Zitat Ende. Diese Haltung, meine Damen und Herren, ist zugleich ein erstes Indiz für Jährings im Wortsinn undogmatische Arbeitsweise. Wie bereits erwähnt, war die Übertragung naturhistorischer Erkenntnistechniken auf das Recht ein zentraler Bestandteil von Jährings produktiver Methode. In ihr bildete das römische Recht den in der, so Wolfgang Fickenschers geglückte Formulierung, gewerteten Empirie historisch gewordenen Rechtsstoff und damit die Grundlage für eine lückenlose Sammlung von Rechtskörpern. Der Praxis des Sammelns und Systematisierens entsprach zunächst die analytische Dekontextualisierung des einzelnen Gegenstands. Sie löste diesen aus seinem angestammten textuellen und historischen Bezugrahmen heraus. Das Ergebnis dieses ersten Arbeitsschritts war, so Jähring, ein Aggregat von abgerissenen Bruchstücken verschiedener juristischer Körper, von denen sich jedes deplatziert fühlte und sich nach seinem natürlichen Zusammenhang zurücksehnte. Zitat Ende. Im Schiffspatenfall ist damit die Periculum-Regel und ihre Geschichte gemeint. Deren Verkäuferfreundlichkeit leuchtet im Kontext des römischen Jus Civile sachlich unmittelbar ein. In der republikanischen Bürgergesellschaft souveräner Hausvorstände verstand es sich nämlich ohne weiteres, dass die Kaufsache, die beide Parteien jederzeit im Blick hatten, bereits mit der Perfektion des Rechtsakts in das Vermögen in Bonis des Käufers gelangte und der Verkäufer beim zufälligen Untergang vor der Tradition Entschädigung benötigte. Diesen genuin römischen Sinn wollte Jähring dem Satz austreiben und ihn mit einem neuen, gegenwärtigen Sinn füllen. Dazu diente der zweite Schritt, die Konzentration mit der Herstellung von Bezügen der Periculum-Regel zu anderen Rechtsregeln. Konkret waren das zwei neue Kontexte. Einerseits der doppelte Mietkontrakt, der dem Mieter, dem die Sache vorenthalten wurde, ein Kürzungsrecht am Mietzins zugestand. Andererseits der Versicherungsvertrag, aus dem Jähring das Motiv der Ausgleichsfunktion des Kaufpreises entlehnte. Mit dieser relationalen Strategie sollte die, wie er sagt, Lage der Körper zu anderen neu bestimmt werden. Diese Strategie, meine Damen und Herren, ging jedoch nicht auf. Der Grund dafür war die nicht zu beseitigende Historizität des Periculum-Artefakts. Das globale Distanzgeschäft des hochindustriellen Zeitalters war darin offensichtlich weder präformiert, noch ließ es sich überzeugend aus ihm entwickeln. Für die Falllösung, das sind jetzt Jährings im Original, gebreche es an direkten Quellenäußerungen völlig. Nochmal Jähring, denn Stellen gibt es hier nicht, beklagte er sich schmerzlich, sonst wäre die hier aufgestellte Theorie wohl schon längst vorgetragen worden. Ohne einen direkten Quellenbeweis kam er zum ernüchternden Befund, dass uns die Quellen wenigstens nicht entgegenstehen. Unversehens war eingetreten, was er kurz zuvor noch so kategorisch ausgeschlossen hatte. Die Geschichte hatte seine Jurisprudenz in Verlegenheit gesetzt. Das römische Kaufrecht ließ ihn im Stich. Da sich aus der Periculum-Regel keine modernen Rechtskörper herstellen ließen, sah sich Jähring gezwungen, das System in diesem Bereich durch Analogien zum römischen Mietkontrakt und zum modernen Versicherungsvertrag zu ergänzen, um es als lückenlos zu erweisen. Das gewünschte konstruktive Ergebnis ließ sich so nur auf Umwegen erzielen und was besonders schwer wog, nur um den Preis teilweise Verleugnung des römischen Rechts.
Das widersprach seinen eigenen methodischen Anforderungen, insbesondere an logische Sparsamkeit und juristische Ökonomie diametral. Die Konstruktion erschien ihm als, Zitat, gezwungen, unnatürlich, ohne dass er sie darum für verkehrt erklären konnte. Sie war, meine Damen und Herren, nicht schön. Wie kam der Jurist Jering auf die Schönheit? Ohne Liebe, so schrieb er 1857, gedeiht kein Ding. Die Liebe des Juristen aber zu seinem Fach wurzelt eben in dem Kunstelement des Rechts, in der Erhebung und Vergeistigung des Stoffes zu idealen Formen, in den Wundern dieser höheren Welt, in der Ordnung und Harmonie, der Einfachheit und Schönheit, die hier herrscht. Zitat Ende. Die Passion, von der Jering hier spricht, ist die Leidenschaft des Sammlers. Er selbst wies auf den etymologischen Zusammenhang von lateinisch lex zu legere, sammeln, zusammenlesen der Buchstaben hin. Die Leidenschaft kam ins Spiel, wo die Gesamtheit der Rechtssätze, Begriffe und Institute dem Juristen Kraft seiner Beziehung zu den einzelnen Gegenständen plastisch wurde. Indem er eine Welt aus rein geistigem Stoff schöpfte, schaffte sich der Sammler Jering eine, Zitat, Nachbildung der Natur im Elemente des Gedankens. Eine, nochmal Zitat, Naturimitation. Konzeptionelle Reinheit, Geschlossenheit, mittelbar Ganzheitlichkeit und Universalität bildete die Quelle dieser Schönheit. Sammler ordnen Artefakte nach subjektiven Kriterien. Besondere Bedeutung gewinnen diese erst durch persönliche Ordnungsleistung, die sie ihrem ursprünglichen Kontext entzieht, neu verortet und in bisher nicht dagewesene Korrespondenzen stellt. Der Sammler ist dabei in ungewöhnlichem Maße selbst involviert. Er liebt die von ihm geschaffene künstliche Ordnung, die er zu vervollständigen sucht, und es trifft ihn deshalb unmittelbar und er nimmt es persönlich, wenn ihm Teile dieser Welt vorenthalten werden, etwa weil sich ein Artefakt seiner ordnenden Bearbeitung der Klassifikation widersetzt. Betrachten wir Jering so, werden nicht nur seine Naturgeschichte, sondern auch manche heftigen, ablehnenden Reaktionen auf ihn und sein Werk besser verständlich. Mein Kollege Diethelm Klippel hat sie mit unterschiedlichen Weltanschauungen und rechtswissenschaftlichen Grundauffassungen erklärt. Konkreter: In den Augen seiner Kritiker verstieß Jering gegen drei zentrale Regeln auf dem Spielfeld der Rechtswissenschaft. Er war ein Wissenschaftspositivist unter Dogmatikern, ein Naturwissenschaftler unter Archivaren und ein Künstler unter Wissenschaftlern, dessen Denken in ästhetischen Kategorien mit dem Wahrheitsanspruch der Rechtswissenschaft kollidierte. Wie kam er dazu, Begriffe und Institute als plastische Körper aufzufassen und ihnen produktive Fähigkeiten zuzuschreiben? Bestenfalls erntete er dafür ratloses Kopfschütteln, man nahm ihn nicht ernst. Jerings offensichtliche Begeisterung tat ein Übriges, um die Werkkritik zur Kritik an der Person zu machen. Die Gründe für diese negativen Beurteilungen liegen letztlich in Jerings Fundamentalkritik des historischen Entwicklungsdenkens der Pandektistik, deren, Zitat, rezeptiver Tätigkeit er seine produktiv-künstlerische Methode entgegenstellte. Er setzte sich damit im Widerspruch zum Gedanken organischer Rechtsbildung und unterlief erkenntnistheoretische Gewissheiten der zeitgenössischen Rechtswissenschaft mit ihrer kategoriellen Hierarchie von Beobachter und Beobachteten. Wo diese kühl und objektiv wesenhafte Begriffe aus den Quellen heraus exegieren wollte, schöpfte Jering Rechtskörper aus dem Spannungsfeld von historischem Grund und zweckgerichtetem Sinn. Dabei verlagerte sich seine leidenschaftliche Sammlerpersönlichkeit in die Gegenstände, die für ihn ein Eigenleben anzunehmen schienen. Berühmtes Zitat: Die Begriffe sind produktiv, sie paaren sich und zeugen neue.
andernorts sprach er von der Macht der Dinge, die sich wie das Periculum-Artefakt nicht vollständig bändigen ließen. Die Plastik des Rechts, meine Damen und Herren, verwischte die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt. Sie drohte, Kategorien zu vermengen, die die juristische Dogmatik als grundlegend betrachtet und die für die professionelle Identitätsformation von Juristen bestimmend sind. Neben der künstlerischen Dynamisierung und Virtualisierung des historischen Stoffes war es vor allem diese bedrohliche Hybridität, die bei juristischen Beobachtern Unbehagen erzeugte. Die Praxis des Sammelns und Vergleichens trug Jähring deshalb auch oft den Vorwurf ein, aus der Rechts eine Naturwissenschaft machen zu wollen. Diese Verletzung von Fachgrenzen rückte die konservative Kritik bereits zu Jährings Lebzeiten. So geißelte etwa Jährings Lehrer Rudorf den unechten Fortschritt und die inhaltliche Beliebigkeit der Methode, die in der, Zitat, Vertauschung der durch ihre Festigkeit und Eigentümlichkeit unschätzbaren Rechtssprache mit einer unsichern, der niedern Naturwissenschaft entlehnten Terminologie ihren Ausdruck finde. Gegen den Vorwurf der semantischen Maskerade protestierte Jähring. Die naturhistorische Methode sei keine müßige Spielerei. Es gehe nicht darum, für bereits Bekanntes neue modische Bezeichnungen zu finden. Im Gegenteil diene die Übertragung naturwissenschaftlicher Konzepte und Begriffe auf die Jurisprudenz dazu, neue Begriffe und Anschauungen in die Rechtswissenschaft einzuführen. Wo fänden sich, schrieb er 1858, diese Anknüpfungspunkte an das sinnliche Denken in dem Maße als in der Natur und mithin die zu rezipierenden Ausdrücke in dem Maße als in der Naturwissenschaft? Die Reisen der Wissenschaften waren für Jähring Hauptquellen der Innovation, wie er an historischen Beispielen ausführte. Sein Befund entspricht dem der modernen Wissenschaftsgeschichte, die das Phänomen der Traveling Concepts ebenfalls kennt. In engem Bezug zu diesem steht das Konzept der Sammlung. In und mit ihr wird die Macht der Dinge zur Natur der Sache, Matter of Fact. Es ist, meine Damen und Herren, eine große Ironie, wie wenig Jährings alte und neue Kritiker sich eingedenk sind, dass der moderne Begriff der wissenschaftlichen Tatsache als Synonym für ein empirisch erhärtetes und widerspruchsfreies Aggregat übereinstimmender Einzelbeobachtungen ursprünglich auf einem Import aus der Rechtswissenschaft beruht. Die Wissenschaftshistorikerinnen Lorraine Destin und Barbara J. Shapiro haben gezeigt, wie die verfahrensrechtliche Unterscheidung von Faktum und Jus zuerst von dem englischen Kronjuristen, Empiriker und Naturphilosophen Francis Bacon zur Erforschung der Natur und ihrer Geschichte fruchtbar gemacht wurde. Die Bereitschaft, zweifelhafte Dinge für wahr zu halten, schrieb er 1605, gründet je nachdem, worum es geht, auf zwei Anschauungen. Entweder auf dem Glauben an die Geschichte, wie die Juristen sagen, auf der Natur der Sache oder Tatsache, oder aber auf der kunstfertigen Darlegung einer persönlichen Meinung. Zitat Ende. Bacons Glauben an die Geschichte lag die Idee der Historia Naturalis zum Grunde, im Sinne einer Sammlung einzelner und besonderer Sachverhalte, die seit Plinius bekannt war. Mit der Einführung der epistemologischen Kategorie der Tatsache, Fact, wollte Bacon diese Sachverhalte von den unterschiedlichen Meinungen lösen, die über sie kursierten. Das Ergebnis war der Begriff der Tatsache als, Zitat Bacon, reine, nicht durch Schlussfolgerung oder Interpretation verfälschte Erfahrung. In der Sammlung kreuzten sich mithin Faktum und Jus, Anschauung und Interpretation. Die Naturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts hat diese Unterscheidung mit ihren groß angelegten Wunderkammern und Kabinetten vollends von der Jurisprudenz auf die Naturwissenschaften übertragen. In diesem Sinn war Jähring wohl ein Naturalist, ein Naturforscher oder
ist ein Naturhistoriker oder empirischer Naturforscher des Rechts, jedoch niemals ein deterministischer Naturalist, wie man ihm fälschlicherweise vorgeworfen hat. Zum letzten Punkt. Als juristischem Empiriker lagen Jehring die Arbeitsmethoden der Naturwissenschaft näher als die seiner textwissenschaftlichen Kollegen. Besonders galt das für die Vorläufigkeit der Erkenntnisse der Wissenschaft und die jederzeitige Verhandelbarkeit ihrer Faktengrundlagen, wo, wie Bruno Latour sagt, alles getan wird, damit die Wirkung einer neuen Information auf einen anerkannten Wissensbestand so zerstörerisch wie irgend möglich ausfällt. Typisch für Jehring war insofern seine offene Forderung zur Zerstörung altrömischer Formen im gemeinen Recht. Die Aufgabe der Gegenwart gegenüber dem römischen Recht, schrieb er 1857 zum Entsetzen vieler Fachkollegen, bestehe nicht bloß im Konstruieren, sondern auch im Destruieren. Den starren Wortinterpretationen und verlorenen Überbleibseln altrömischer Anschauung, ja dem gesamten, das ist ein berühmtes Zitat, zivilistischen Mumienkultus der Historiker, war damit der Kampf angesagt. Angesichts der Vormachtstellung, die diese im akademischen Betrieb zu Jehrings Lebzeiten innehatten, vorsichtig gesagt, ein rechtes Wagnis. Keine Wissenschaft, meine Damen und Herren, tut sich damit leicht, kanonisierte Wissensbestände aufzugeben. Auch in der Geschichte der Naturwissenschaft gibt es dazu etliche Beispiele. Der Jurisprudenz als dogmatischer Wissenschaft fällt es deshalb besonders schwer, weil ihren Repräsentanten, die in der Rolle professioneller Entscheider erzogen werden, die Aufgabe zukommt, normative Erwartungen der Gesellschaft in Verfahren zu stabilisieren. In Rechtsverfahren jedoch ist der Umgang mit Tatsachen restriktiv geregelt. Der Wiedereintritt auf und das Einbringen neuer Tatsachen stark eingeschränkt. Rechtstatsachen sind Grundlagen, die möglichst rasch festgestellt werden müssen und nicht mehr verändert werden dürfen, weil sonst die juristische Bewertung ins Wanken gerät, was wiederum das Entscheiden verzögert oder gar verunmöglicht. In Bezug auf die Tatsachen, weniger in Bezug auf deren Beurteilung, ist Recht daher homöostatisch und sträubt sich gegen Veränderungen. Jehring, meine Damen und Herren, ist für seinen fehlenden Respekt vor den historischen Tatsachen der Rechtswissenschaft oft gerügt worden. Seine Aussagen seien fragmentarisch und widersprüchlich, sein Werk deshalb gekennzeichnet durch Brüche, Sprünge und oft wahllose Assoziationen, weshalb ihm im Leben auch kein großes Buch gelungen sei. Besonders übel aber nahm man ihm seinen Witz, seine köstlichen Satiren, Persiflagen und den Spott, den er über manche seiner minderbegabten Fachkollegen ausgoss. Das Lachen des juristischen Naturforschers verunsicherte, weil es rechtswissenschaftliche Erkenntnis nicht unbedingt in den Dienst des historischen Dogmas stellte, sondern dieses hinterfragte und mitunter auch untergrub. Das, meine Damen und Herren, erfüllte den Tatbestand der Häresie. Bereits wenige Jahre nach Jehrings Tod bescheinigte ihm Ernst Landsberg dafür einen, Zitat, absoluten, durch keine Andeutung eines Ersatzes gemäßigten Nihilismus und gab damit den Ton der Rezeption für lange Zeit vor. Was blieb? Zurück ins Papiergehäuse der historischen Schule oder Abschied nehmen von der Jurisprudenz? Für den leidenschaftlichen Romanisten Jehring waren weder Rückkehr noch Rückzug ernsthafte Optionen. In seiner Antrittsvorlesung 1868 in Wien präsentierte er als vorläufiges Ergebnis des Umschwungs ein juristisches Wissenschaftskonzept, das auch heute noch bemerkenswert aktuell ist. Unter dem provokanten Titel »Ist die Jurisprudenz eine Wissenschaft?« vollzog er nun die endgültige Trennung des positiven Rechts von dessen Geschichte, nicht jedoch,
ohne dieser sogleich eine neue Funktion zuzuweisen. Die gewertete Empirie der historischen Rechtssätze begründete das geltende Recht nun nicht mehr, sondern beurteilte und erklärte es. Von einer rein dienenden Ancilla Juris wurde die Rechtsgeschichte so zu einer Kritikerin des positiven Rechts und einer notwendigen Garantin für die Wissenschaftlichkeit der Jurisprudenz. Als Forscher des modernen Rechts hatte Jering das Kabinett des römischen Rechts damals bereits verlassen. Aus dem Sinn der Rechtssätze, der ihm im Schiffspatenfall so viel Kopfzerbrechen bereitet hatte, wurde mit der Zeit der Zweck im Recht. Methodisch gesehen, meine Damen und Herren, war das eine Radikalisierung. Es bedeutete die Vertauschung der gewerteten Empirie der Sammlung der römischen Rechtssätze mit dem Labor des sozialen Lebens und damit den Übergang von der relationalen Strategie des Naturhistorikers zur exemplarischen Methode der modernen Naturwissenschaft, dem Experiment. Als Lehrer hat Rudolf von Jering mit den eingangs erwähnten Kabinetten Einrichtungen vorgedacht, die heute als Law Clinics und Moot Courts in gewandelter Form bestens etabliert sind. Ihre Verkörperung des juristischen Stoffes im Rechtsfall wurde von ihm bereits vor 150 Jahren angeregt. Nicht nur in dieser Hinsicht bleibt, meine Damen und Herren, Rudolf von Jering auch bald 125 Jahre nach seinem Tod aktuell und unbequem. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.